Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riopedun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Vitenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone an Tarn Zeolwulf abtrittst. Mercier hat gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seiner irrenden Weisung. Amen. So, wo ist meine Krone? Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. Ah, so einfach ist das. Ganz ohne Angst und ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Dan. Ich werde diese Krone abgeben und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr, sieh dich doch um. Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, Verzeihung, ich tu mir nicht weh, ich beschwöre dich. Bitte, ich werde fortgehen. Hier. Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Vitenagemot anerkennt König Zeolwulf von Mercia, Zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn! Hoffentlich war das die Schererei wert. Mercische Soldaten marschieren nach Riopedun. Leofrid. Treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen. Chilbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Cheolwulf. Geh.
Ich muss die Brüder finden. Vielleicht haben sie Cheolbert gesehen. Hast du Cheolbert gesehen? Nein. Er steckt sich sicher in irgendeinem Heu. Halt die Augen offen. Cheolbert gesehen? Nein, aber Leofrid, wie er über den Fluss floh. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Cheolbert gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Kreislauf. Die Ferne sühnen. Deine Zeit ist um. Cheolbert, er ist in Gefahr. Ich gebe nicht nach, Leo. Niemals. Mach es doch nicht schwerer, als es sein muss. Bitte! Du willst das nicht wirklich tun. Leofrid, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Lass es sein, Leofrid. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopedun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofrid. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Erfolgreich. Du wirst langsam. Du bist ein willensstarker Tann. Burkett hatte Glück. Es ist nicht mehr, mich zu schützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Ich werde siegen. Ah!
wirst du noch bereuen. Komm, bring es zu Ende. Flehst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burgred bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte, ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burgred hat ihn verlassen und verraten. An Leofrids Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Steh auf, Leofrid. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burgred beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom. Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. All deine Kämpfe. Für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Eivor, du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Bei Venones steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgreds Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Dir bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Komm, bringen wir dich zurück. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kann nicht an ihn erinnern. Du hättest dich verstecken sollen, Chiobert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Als du wegen Leofrid... Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Einen fehlgeleiteten Mann zu töten, ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Chiolbert. An. Voller Blut und Schlacht geprüft. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank. Ihr alle. Und meinen Segen. Oba und Ivar haben unzählige Männer verloren. Wenn du dich erkenntlich zeigen willst, halte dich an unsere Abmachung. Selbstverständlich.
Ganz Englerland wird bald wissen, dass Mercia einen neuen, mächtigen König hat. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burkrads Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforgier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Ceolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Ober. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Ceolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Nun denn, Leofrid sagte, dass man mich jagen wird. Eifer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venus. Leofrid sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venonis. Tja! Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde.
sie für mich sühnen. Da. Das muss die Statue der Eiferer sein. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Ich sollte mit Heitam reden. Bitte, Reda, erzähl noch eine. Ja, ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Bald. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht so viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste. Eivor, hast du Werch gesehen? Eivor, hast du einen kurzen Moment für mich? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Werch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Ulfi, schön, dich zu sehen. Da ist ein neuer Brief für mich. Du hast es hierher geschafft, Sheolbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir.
Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ihr seid noch nicht lange in Englerland, oder? Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Kunasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu... In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Ich habe nie behauptet, seine Gleichgestellte zu sein. Aber ich werde meine Siege nicht kleinreden, Dark. Möge der Ruhm jene finden, die ihn verdienen. Wenn ich es bin, dann sei es so. Wenn du es bist, oder ein jeder von euch, umso besser. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Wenn du noch nicht betrunken bist, beeil dich. Dies ist ein Fest und wir feiern Sigurds Herrschaft. Genieß es. Wie ich mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Durst, still, Rand, weh!
jetzt aufhören damit! Geschickt. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid und... Wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Anglia. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn! Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren? Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Späher hinter ihm her, dann finden wir... Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte.
Du siehst gut. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottingerhamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Vili. Vili? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Vili bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Ich werde heute nach Nottingerhamshire aufbrechen. Schön. Sie werden sich freuen. Sei unbesorgt, Eivor. Die Siedlung ist in guten Händen. Cheolbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen. Und dich. Ich weiß. Nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Sei unbesorgt, Eivor. Die Siedlung ist in guten Händen. Dies muss Nottingerham sein, wo Sachsen und Dänen in Frieden leben. Von einem Land unter Jarl Hemings Herrschaft habe ich nichts anderes erwartet. Nottingerham. Ich freue mich darauf, Vili wiederzusehen. Wir könnten jeden Moment ablegen. Kann ich meinen Augen trauen? Bist du es wirklich?
Zurück wie, du alter Hund. Wie geht es dir? Evo, eine alte Freundin ist ein gutes Omen. Sieh sich das einer an. Man könnte dein Kinngras glatt für eine Hecke halten. Doch der gesunde Bart eines Jarls ist es auch nicht. Und wie geht es Vili? Seine Nachricht hat mich sehr gefreut. Ich stehe hier heute an Vilis Stelle. Er und sein Vater brachen auf nach Ulkertorp, um eine Invasion der Pikten abzuwehren. Wir haben sie lange belagert. Und nun will Jarl Heming die Arbeit beenden. Ich wäre mit Kriegern gekommen, hätte ich gewusst, dass Vili Krieg führt. Doch trotz des Kriegsgeschreis sollst du wissen, dass Vilis Vater sehr viel gebrechlicher ist als bei deinem letzten Besuch. Wie kann das sein? Jarl Heming ist ein Stier. Das stimmt. Und er wird sich freuen wie Skirl mit dem Mond in seinem Maul, wenn er dich sieht. Komm, der schnellste Weg führt über den Fluss, auch wenn uns diese Gewässer feindlich gesinnt sind. Du bringst uns Glück. Wir könnten die Meerhengste flussabwärts reiten. Welche Gefahren auch lauern, ich bin bereit. Sobald dein Schiffstrupp fertig ist, brechen wir auf. Unser Jarl hat lange genug gewartet. Wir folgen dem Wolfsmahl zu seinem Lager. Evo, Wolfsmahl des Rabenklans. Bald hast du mehr Namen als der Allvater persönlich. Ich reiste weit, vergoss den Tau der Schlacht. Mein Ruf soll der Preis des Sieges sein. Haha, allerdings. Mach die Seeungeheuer bereit. Eivor Wolfsmahl ist hier, uns den Fluss hinauf zu eskortieren. Ich erinnere mich, wie du viele legendäre Geschichten am Herdfeuer spannst, als Vili und ich noch klein waren. Aber ich meine, du erzähltest uns nie, wie du dich Jarl Heming verpflichtet hast. Ist es eine gute Geschichte? Oh ja, aber sie ist traurig. Jetzt Segel setzen! Ich schätze, ich war im selben Alter wie du heute. Skadi hat uns einen harten Winter geschickt und ein Großteil unseres Quarks. Segel setzen! Um uns zu ernähren, lud meine Familie eine Pikten am Ufer! Beschützt den Schiffstrupp! Und bereit machen! Bogen! Schießt! Schießen! 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 Schießen!
Schießen! Schießen! Schießen! Aufpassen, Eivor. Diese Vorräte werden... Schießen! Schießt! Schießen! 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 Schießt! Der Schweiß der Schlacht! Schießen! 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 Schießt! Bereit? Anlegen! Schießen! 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 Auf der Erhöhung. Schützt den Schiffstrupp. Aufpassen, Eivor. Diese Vorräte werden die Belagerung Ulkertorps befeuern. Schießen! 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 Was ist hier los? Schießt! Schießen! 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 Schießt! Schießen! 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 Schießt! Hey, das ist doch nicht nötig! Bereit? Beruhige dich, gutes Loki! Schießen! Schießen! Schießt! Schießen! Hey du, was machst du da? Schießen! Nötig. Schießen! Bogen! Schießen! Schießen! Schießt! Schießen! 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 Ruderer, wir müssen umkehren. Alle der Schiffstrupp liegt zurück. Ein. Schießen! Jarl Heming wird sehr erfreut sein. Schießen! 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 Schießt! Bogen!
Schießen! Was haben wir denn hier? Zielt! Schießen! 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 Bogen bereit machen! Schießt! Schießen! 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 Hey, das ist doch nicht nötig. Hier halten! Ich habe den Befehl, nach Starnburg zu gehen. Aber unser Lager liegt gleich voraus. Also zieh ohne mich weiter. Vili und Jarl Heming werden sich freuen, dich zu sehen. Bei Freyas Kuss. Du bist da. Willkommen. Dein Sohn schickte nach mir, Jarl Heming. Eine der schöneren Botschaften, die mich in Englerland erreichten. Ich wünschte, ich könnte mit guten Nachrichten fortsetzen. Doch wir sind inmitten eines Sturms. Und doch singt mein altes Herz gewaltige Lieder bei deinem Anblick. Gut siehst du aus, Eivor. Stark, gesund. Vilis Namen zu hören, erwärmte mein Herz. Ich hatte befürchtet, das Beste Nordweges zurückgelassen zu haben. Auch er denkt oft an das alte Land. Glaubt, sein Leben wäre dort einfacher gewesen. Vielleicht hat er sogar recht. Bewegung auf den Mauern! Wir müssen das erledigen. Bevor das Wetter sich ändert.
Mein ganzer Clan stünde an deiner Seite, riefest du ihn. Nicht nötig. Hier gilt es nur, Fliegen zu erschlagen. Trögvi reitet nach Starnbuch, falls Pikten entkommen sollten. Morgen um diese Zeit wird alles vorbei sein. Ihr kennt mich ein Zeitalter lang als euren Jahren. Und ich kenne und liebe euch alle, seit ihr kleine Kinder wart. Ihr macht mir die Bürde leichter. Hoffen wir mal, dass du besser kämpfst, als du alterst, Drenger. Du lallst ja gar nicht, Vili. Hast du dein Ale verlegt? Heute kämpft ihr nicht für mich. Nicht füreinander. Heute kämpft ihr für eure Kinder. Kämpft, damit sie aufwachsen und gut und gerecht sein können, wie ihr es seid. Heute, für sie, holen wir Ulkertorp zurück. Trögvi und Eivor haben uns Pfeile und Öl gebracht, um die Fallen der Pikten in Brand zu stecken. Na, endlich! Der Erste, der von oben auf diesem Turm ein Zeichen gibt, mit der Waffe ihres Kriegsherrn in der Hand, trinkt diesen Monat meinen Met. Bei Thors Bart. Es ist schön, dich zu sehen, Vili. Oh, ist das so? Oder willst du meinen schwieligen Händen den Ruhm entreißen? Es ist viel zu lange her, Vili Hemingsson. Und doch bist du hier, bei deinem alten Clan. Das ist es, was am meisten zählt. Auf die alten Zeiten also. Und auf die neuen. Kämpft, Söhne Hemings. Bringt heute den Sieg, denn morgen feiern wir. Zündet die Pfeile. Mögen sie mit ungezähmter Flamme brennen. Der Anführer der Pikten versteckt sich hinter den Leuten wie ein Feigling. Er wird gut bewacht. Diesen Wachen entgeht nichts.